Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe einen Haufen Geld ausgegeben und mir eBay Beauty Mystery Boxen bestellt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Anbieter, wo ich dort bestellt habe, hatte verschiedene Möglichkeiten angeboten und ich habe mich für die 50-Euro-Variante jeweils entschieden. Musste ich schon schlucken, habe mir aber dann gedacht, okay, theoretisch kann es ja auch sein, dass du richtig krasse Produkte drin hast. Ob sich das Ganze lohnt, werde ich natürlich ja auch in diesem Video mit euch zusammen ausrechnen und ich werde natürlich auch gucken, was es für Produkte sind, wie die hier so ankommen. Eine Amazon Surprise Box habe ich schon ausgepackt, kann ich dem immer verlinken. Die war durchwachsen, also kann man machen. Schaut gerne im Video mal vorbei, was da so drin war. So, wie gesagt, 50 Euro habe ich bezahlt. Das erste Böckchen, was ich hier habe, ist tatsächlich ein Amazon-Karton. Ich musste echt schmunzeln, aber das hat er wahrscheinlich einfach verwendet, als ne, kann er wieder verpacken. Und das hier ist die Make-up-Box. So, mal gucken, welche bekannten Marken uns hier drin erwarten. Bei einer Make-up-Box hätte ich jetzt auch wirklich klassisch Make-up erwartet. Das, was hier oben aufliegt, ist aber tatsächlich ein Pinselset. Finde ich ganz interessant. Das müssen wir uns mal anschauen. Das war auch genau so, also ohne weiteres Verpackungsfüllmaterial und so, ne? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein komplettes Pinselset. Das kann man auch so wahrscheinlich dann bei Amazon kaufen, ne? Das kennt man ja auch irgendwie. Diese recht günstigen Pinsel. Mal gucken. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwie einen hier raus. Ja, verliert ein paar Härchen. Ist von Juvaku. Schaut so aus. Und wie gesagt, ich werde recherchieren, ob ich da die Preise zu finde. Vielleicht finde ich das. Es ist ein immens krass großes Pinselset. Wir haben hier 32 Pinsel drin. Ist aber tatsächlich auch so, dass du nicht wirklich viele große Pinsel hast. Also es sind vor allem so für die Augengeschichten Pinsel. Ja, und die Tasche dazu ist okay, ist solide, aber würde ich jetzt so nicht als hochwertig bezeichnen. Gut, ja, passt auf jeden Fall schon irgendwie als Tool zu Make-up, ne? Wenn man damit dann natürlich die hoffentlich drin enthaltenen Make-up-Produkte entsprechend verwenden kann. Ich hätte mir aber tatsächlich nicht, also ich hätte nicht erwartet, dass ich hier als größtes Produkt mehr oder weniger dieses Pinselset drin finde, sondern vielmehr halt ja, Make-up halt, ne? Was halt ja auch da so der Kaufanreiz, ups, für mich persönlich war, ich krieg's jetzt nicht wieder zusammen, was ist das denn hier? Ich bin ja auch wirklich pinselverrückt. Ich habe sehr, sehr viele wundervolle Pinselsets oder Pinsel allgemein und ich stehe auch drauf. Aber ich finde dieses hier relativ unpraktisch, eben dadurch, dass du sehr viele Augenpinsel hier drin hast und halt eher weniger so richtige Basepinsel. Ich mag das halt auch gerne, wenn du mal einfach so einen großen Fluffel da drin hast oder so. Hatten wir jetzt hier in diesem Set so nicht drin enthalten. Nun, dann schauen wir mal weiter. Hier habe ich von W7 The Matte Fixer ein Setting Spray. Ja, ist eine Originalgröße, sieht, also ist original verschlossen, doch, ist original verschlossen. Ja, ein mattes Fixing Spray ist okay, ist solide, ist jetzt aber nichts, was ich so für mich verwende, weil ich mag es gerne glowy. Aber das ist eine persönliche Präferenz, auch von W7, und da scheinen wir irgendwie gerade so eine Ader entdeckt zu haben, ist diese Palette. Lift and Sculpt Face Shaping Contour Palette mit Cream Contour Produkten. Aha, das ist interessant, so schaut sie aus. W7 ist ja so eine Marke, die ja eigentlich so ein paar Marken, andere Marken halt ein bisschen imitiert, um es mal so zu sagen. Wir haben einen süßen kleinen Spiegel mit dabei, eine kleine Anleitung, wie man es verwenden kann. Und dann halt diese 6 Töne, die hier drin enthalten sind. Also zum Highlighten würde ich jetzt nichts davon verwenden, weil Schimmer hat da nichts von. Das sind halt wirklich eher so cremige Töne. Zum Ausbessern kann man die halt eigentlich verwenden. Die Konturfarben finde ich ganz interessant. Also dieser Bronzer, der sieht eigentlich relativ dunkel hier im Pfännchen aus, aber ich glaube, das könnte ganz gut werden. Und das Konturprodukt sieht auf jeden Fall für ein Konturprodukt viel zu warm aus. Ist sehr fancy, aber also nicht so mein Cup of Tea, um ehrlich zu sein. Da habe ich halt lieber genau die Farben als Cream-Produkt, die ich dann auch wirklich verwende. Da war ich ja zum Beispiel auch mit dieser neuen Essence-Cream-Palette nicht ganz so zufrieden, wobei ich bei dieser Lift and Sculpt-Palette das ganz cool finde, dass wir hier ordentlich große Fännchen haben und sie theoretisch sogar scheinbar auch auswechseln könnten.
Eine bekannte Marke, die uns hier über den Weg läuft, ist Essence Choose Your Glow, eine Highlighter-Palette. Die hatte ich schon mal, habe ich aussortiert, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich da nur einen einzigen von verwenden konnte. Die anderen waren mir zu dunkel. Und ihr seht ganz genau, was ich meine. Also der ist schon sehr, sehr dunkel. Der war, glaube ich, relativ passend und der war halt auch ein bisschen zu dunkel. Ja, also das ist halt immer so eine Sache. Eben bei Paletten, bei Face-Paletten hast du immer das Problem, dass dir da ein Teil von nicht passen wird oder du sie als Lidschatten umfunktionieren müsstest oder so. Ist aber eine schöne Palette. Ich meine auch, dass die so nicht mehr im Standardsortiment drin ist und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass es halt in solchen Boxen drin zu finden ist. Ne? Finde ich in Ordnung. Okay, das finde ich jetzt, da kommen wir aber gleich zu. Von NYX habe ich hier The Brow Glue. Das finde ich cool. Instant Brow Styler. Das finde ich ja cool. Ach Mensch, ne? 5 Gramm sind hier drin enthalten, in transparent. Das finde ich großartig. Ein Produkt, was auch jeder gut verwenden kann, theoretisch, kommt in meinen Full Face Beauty Boxen. Das finde ich klasse, vor allem, dass es transparent ist, ne? Das ist ein schönes Geschichtchen. Das hier wird auch in meinen Full Face Beauty Boxen kommen. Dann haben wir von W7 nochmal The Dewy Fixer Setting Spray. Also The Dewy Fixer und nicht The Matte Fixer, dass wir halt hier nochmal ein Dewy Setting Spray mit drin finden. Das finde ich schön. Ich mag ja, wenn Sachen so dewy sind, ne? Wenn du halt glowy bist und so. Das waren jetzt gerade 2 Produkte hintereinander, die ich richtig geil finde. Und jetzt habe ich noch 4 Produkte drin enthalten. Das hätte ich, also ich hätte mir gewünscht, dass wir hier vielleicht 1 davon gehabt hätten. Und dann für die anderen 3 Produkte halt andere Sachen, weil das ist irgendwie, naja, wir haben hier insgesamt 400 All Control Paper. Ja, süß sind die alle mal mit dem süßen kleinen Koala drauf, ne? Ja, im Sommer habe ich die wirklich gerne, vor allem wenn ich hier sitze und im Hochsommer Adventskalender auspacke, aber ich brauche die nicht alle. Also ich habe hier noch vom letzten Jahr allerhand liegen. Timothy and the Rose. Ist das dann auch die Marke? Ich werde es googeln und dann mal gucken, ob ich da euch Preise zu einblenden kann. Also ich hätte mir jetzt von dieser Box, für die ich ja 50 Euro bezahlt habe, wirklich mehr erhofft, weil ich habe mir echt erhofft, dass ich hier viel mehr Make-up drin finde. Ne? Also wirklich ein Primer wäre schön gewesen, ein Puder wäre schön gewesen, aber nö, das ist leider nicht so. War für mich jetzt eher ein Flop. Denn dieses Dewy Fixer und das NYX The Brow Glue hätte ich mir so kaufen können. Nun, dann schauen wir mal in die nächste und das ist die Pflegevariante. Schaut so aus und direkt oben drauf liegt ein Haarreifen, wo ich ein bisschen schmunzeln muss, denn ich habe den noch, nee, der ist unten. Also unten, ich habe den in Rot quasi, aber von einer ganz anderen Firma, Leute. CNMU Consulting GmbH, keine Ahnung. Nee, das ist bestimmt noch irgendwie was anderes, aber ja, das ist halt ein rosa Haarreif, finde ich großartig. Finde ich wirklich großartig, mag ich richtig gerne leiden. Voll mein Vibe, kann ich mir hier auch zum Schminken echt gut vorstellen, aber ich habe hier eigentlich noch andere liegen. Finde ich schön, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, ob jeder das feiern wird. Als ich den, ich glaube in der Lookfantastic-Box hatten wir den mal drin, ne? Als ich den aufgesetzt habe, haben auch viele gesagt, ich würde aussehen wie eine Lady aus dem Schwarzwald. Und so habe ich mich auch gefühlt. Also ich finde den immer sehr schön. Dieses Set finde ich sehr witzig, denn ein Jade-Roller-Set ist hier am Start. Jade-Roller und Gua Sha-Set. Krass. Also ich habe hier sehr viele Tools halt drin, ne? Ich weiß nicht, wo das wegkommt. Follow us. Jade Roll. Ja, krass, oder? Das ist mal so ein richtiges krasses Set. Also darüber beschwert man sich eigentlich nicht. Gut, 50 Euro habe ich für die Box ja auch bezahlt. Oh, sehr schön eingepackt, auch wenn die Verpackung etwas beschädigt ist und eigentlich auch ein bisschen so aussieht, als wäre sie schon ein paar Mal geöffnet worden. Aber ich finde es toll, sowas mit dabei zu haben, weil das ist halt wirklich Stein, ne? Und das macht eigentlich, wenn man die Produkt, also das Produkt an sich so sehen würde, einen sehr, sehr hochwertigen und schönen Eindruck. Mit sowas kann man halt toll Öl ins Gesicht einarbeiten oder Ampullen zum Beispiel. Und das macht schon Spaß. Ja, ich brauche es jetzt so nicht, weil ich habe einen Jadestein von Maxim mir mal gekauft, von Giacomo Beauty oder Giacomo Cosmetics, genau. Einen Jade-Roller brauche ich so nicht, weil ich habe diesen PMD Rose Quartz, den ich auch großartig immer noch finde seit Jahren. Ne? Der ist mir einmal runtergefallen, aber trotzdem, der funktioniert noch sehr, sehr gut. Und sowas hier verwendet man halt zum Beispiel so unter den Augen auch richtig schön. Ja, also für Leute, die das großartig finden.
wird es großartig sein. Ich werde es mal verlosen oder so. Also da wird sich sicherlich jemand drüber freuen. Einfach mal so gesagt, ne? Aber ja, also sowas ist auch in der Pflegebox ganz gut aufgehoben, muss ich gestehen. Doch. Und hier sind noch ein paar Marken drin, wenn ich das auch mal so überfliege, die man auch so kennt. Und das finde ich sehr positiv. Zum Beispiel Neutrogena. Deep Clean, hautbildverfeinerndes Peeling. Ja, mit Glykolsäure gegen 100% aller Schadstoffe verfeinert das Hautbild, reinigt die Haut tiefenwirksam für ein strahlendes Teint. Das ist cool. Das sieht aber so aus, als wären da irgendwelche Peelingpartikel drin, Leute. 150 Milliliter sind hier drin enthalten. Sanfte Mikro-Peeling-Partikel mit Glykolsäure befreien die Poren und lösen sanft eingeschlossene Schmutzpartikel, Talg und Make-up, ohne den Feuchtigkeitsgehalt der Haut anzugreifen. Das stopft die Poren nicht. Da greife ich aber ehrlich gesagt lieber zu den klassischen chemischen Peelings, wo ich nicht noch irgendwelche Peeling-Partikel mit drin habe oder so, ne? Aber trotzdem finde ich sehr cool. Glykolsäure ist eigentlich auch so ein bisschen, ja, so ein, ist eigentlich eine ganz milde Form von AHA, ne? Also quasi Feuchtigkeit spendend und gleichzeitig so ein bisschen hautglättend, in Anführungsstrichen, auch mit dabei. Eigentlich ein gutes Pflegeprodukt. Dann habe ich hier auch noch mit dabei The Inky List, ein Hyaluronsäure-Serum. Das kann auch jeder verwenden, das finde ich klasse. Ist auch für alle Hauttypen konzipiert mit 30 Millilitern. Das hat jetzt am Transport etwas gelitten. Aber das ist jetzt nicht so weit schlimm. Auch das eine gute Marke. Ich glaube, bei Look Fantastic müsste es die geben, ne? Und einfach mal Hyaluronsäure. Das können wirklich jeder Hauttyp braucht ja Feuchtigkeit. Sei es eine trockene Haut, sei es eine ölige Haut, sei es eine Mischhaut, ne? Deswegen finde ich das hier auch echt gut dran aufgehoben. 2% pure Hyaluronsäure befinden sich hier drin, steht drauf. Dann habe ich hier noch ein kleines Produkt drin enthalten. Auch wieder von W7, Mensch. Irresistible Lips, eine Overnight Lip Mask. Süß, ja. Also eine Übernacht-Lippenmaske, das würde ich mir halt einfach abends auftragen, ne? Wenn ich im Bett liege, da trage ich mir immer ein bisschen Lippenpflege auf und das hier scheint mit Erdbeer zu sein. Das ist natürlich süß. Genau, da habe ich aber gerade von NYX das Reste Miel in Anwendung und sowas hält mir locker ein halbes Jahr. Ja, und auch hier haben wir dann als abschließendes Produkt nicht eine, sondern gleich mehrere, offensichtlich 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, genau, 8 mal die Eunyul Purity Sheet Mask, genau, hier steht es auch drauf, 8 Stück, mit, ja, also das ist halt reinigend, ne, mit Aktivkohle, jo. 8 mal, hätten sie 8 verschiedene reingepackt, hätte ich mich mega gefreut, jo. Das sind 8 verschiedene. Lecco mio, wie geil ist das denn? Okay, ich freue mich wie ein kleines Kind. Das ist großartig. Okay, Entschuldigung, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Es ist die Clarity and Tightening Maske mit Aktivkohle. Dann die Limonenschiedmaske, die vitalisieren und Strahlkraft gibt. Richtig geil. Von welcher Firma bist du eigentlich? Das versteckst du so ein bisschen. Von Eunyul, das habe ich eben vorgelesen. Das versteckt keiner hier. Die Purity Aloe Schiedmaske finde ich total großartig. Die spendet Feuchtigkeit. Das ist wirklich eine gute Box. Die Purity Aqua Sheet Mask, die gibt Strahlkraft und Hydratisierung. Und diese koreanischen Masken, die sind toll, weil die sind so dünn und so nass und so richtig geil. Die werde ich alle verwenden. Glow and Nourishing Illuminating Boost mit Pearl, mit Perle, ist auch geil, ne? Dann haben wir auch noch eine Purity Collagen Sheet Mask, Elastizität und Glättung ist mit am Start. Mensch, Leute, was eine geile Box. Und dann haben wir noch die Purity Pomegranate Sheet Mask, die soll halt auch verjüngen und aufplumpen. Und zu guter Letzt mit Blaubeere die Hydration and Balancing Maske. Das ist eine Cloudy Box, Leute. Also, ich persönlich würde euch auf jeden Fall dann anhand der Boxen, die ich bekommen habe, zu der Pflegebox raten. Aber es kann natürlich auch sein, dass der Inhalt schwankt, was definitiv der Fall sein wird. Also, dass wenn ihr jetzt eine Box bestellt, dass es einen anderen Inhalt haben wird. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wenn man die bestellen würde, was da so drin ist. Weil mich persönlich hat das schon ein bisschen länger interessiert, um ehrlich zu sein. Und ja, es ist bei mir halt das Positive, dass ich hier ein Video drüber machen kann. Ne? Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann auch werttechnisch aussieht. Auf der Homepage bzw. bei eBay stand dann auch tatsächlich, dass man ungefähr das bekommt, was man auch bezahlt hat. Also da wird jetzt nicht gesagt, Mensch, du hast da einen mega krassen Warenwert drin. Trotzdem finde ich vom Empfinden her, dass ich bei der Pflegebox mehr für mein Geld bekommen habe. Ist nur so eine Empfindungsgeschichte. Ihr Lieben,
Habt ihr solche Boxen auch schon mal bestellt? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob das bei euch ein Top oder ein Flop war. Ja, ihr Lieben, das war's hier von mir. Mensch, wie fandet ihr die Boxen? Auch das gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Labarababa. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.